I'm a bad motherfucker. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Wandtester, Shisha-Olli und meine Wenigkeit Big2B sind heute wieder natürlich für euch am Start. Und heute, Freunde, Outdoor-Session, das heißt richtige Betonierungszeit. Natürlich wieder, Achtung, von da drüben kommt wieder die Dampflok, aufpassen. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. Ja, Freunde, jetzt haben wir was Cooles für euch. Für die warmen Tage draußen sind immer noch vorhanden, zwar nicht mehr allzu lange, aber man kann es definitiv jetzt noch nutzen und natürlich auch für die nächste Saison, die nächstes Jahr spätestens kommt. Jeder kennt es oder viele kennen es, man will nicht nur zu Hause Shisha rauchen, sondern an jedem möglichen Ort der Welt. Und nicht jeder Ort der Welt hat zufällig hinter dem Baumstamm eine Steckdose. Ja, blöd. Sollte man mal einführen, aber gibt es leider nicht. Ja? Und dann gibt es halt noch die Gasvariante, um die Kohlen anzuzünden draußen. Hat man auch nicht immer parat. Vielleicht auch gefährlich wegen Gasexplosion und so weiter, will man es vielleicht nicht nutzen. Oder die Gasflasche ist leer. Das ist auch schon alles passiert. Was macht man jetzt? Ja? Selbstzünder rauchen. Danke. Natürlich nicht. Und aus diesem Grund hat sich ein Hersteller was gedacht rauszubringen. Und zwar den Nero Eco Heater, nennt es sich. Und zwar Alducan hat diese zwei Teile rausgebracht, die zusammen einen Eco-Kohlenanzünder sein soll. Ja, wo ist denn das Kabel? Es gibt auch keine Gaskartusche, Freunde. Das ist wirklich nicht mehr. Ganz simpel aufgebaut. Es besteht insgesamt aus vier Teilen. Wir haben jetzt hier drei Teile. Das vierte Teil ist eine Kohlenzange, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Die ist hier einfach drin. Das ist eine stinknormale. Und das kommt in dieser Verpackung, die ich gerade gezeigt habe. Und dann haben wir es schon. Ja? Also wir haben hier eine offene Schale und eine geschlossene Schale. Und in die offene Schale kommt dann quasi dieses Gitter noch. In die geschlossene, klar, natürlich. Weil da haben wir ja auch diesen Ring außenrum noch, der quasi dieses Gitter auffängt, dass es nicht am Boden ist. Olli, hol doch mal das, was man noch benötigt, um Kohlen anzuzünden. Hölzler, genau, also kleine Hölzler. Entweder ihr nehmt so Anzündholz oder geht in den Wald und hofft, dass ihr kein nasses Holz habt. Aber das ist ja auch wirklich nicht aufwendig, sowas. Wir haben jetzt 2 Minuten gebraucht, dann ist das klein gewesen. Und dann brauchen wir noch was. Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen schneller. Dann geht es ein bisschen schneller, genau. Ein bisschen Chemie haben wir doch am Start. Und zwar hier Chemieanzünder, die kennt ihr ja sicherlich, wo man für den Grill auch verwenden kann. Ihr könnt auch Zeitungspapier oder ähnliches nehmen, dann dauert es halt einfach länger. Mit diesen haben wir halt die Garantie, dass es wahrscheinlich schneller funktioniert. Und Feuerzeug braucht ihr noch. Mehr nicht. Und natürlich eure Naturkohlen. Und dann geht es eigentlich schon weiter. Also im Prinzip macht ihr jetzt nichts anderes, als diese Hölzchen reinzugeben. Natürlich muss unten drunter, wie gesagt, dieses Sieb drinnen sein. Dieses Gitter. Und jetzt kannst du ja kurz mal erklären, warum müssen wir dieses Gitter denn reingeben. Damit das Feuer natürlich von unten Luft bekommt, dass die Asche auch runterfallen kann von dem Holz. Dann bekommt es nämlich seitlich Luft. Genau. Und ideal für ein Feuer, wenn es von jeder Seite Luft bekommt. So ist es. Von oben, von unten, von links, von rechts, von allen Seiten. So, so sieht es jetzt aus. Wir haben es jetzt halb voll gemacht. Jetzt könnt ihr hier quasi den Deckel drauf geben, die obere Schale drauf geben. Hier kommen jetzt quasi eure Naturkohlen rein. Und dann heißt es eigentlich nur noch anzünden und abwarten. Der Effekt natürlich, der Kamineffekt, was jetzt dadurch entsteht. Genau. Weil dadurch, dass wir das ja oben drauf haben und die Luft von unten reinzieht, wird es nach oben die meiste Hitze abgetragen, direkt an die Kohlen. Ja. Und sollte eigentlich perfekt angehen. Wir wissen es noch nicht, man sieht es ja. Wir haben es noch nicht getestet, das Ding ist nagelneu. Genau, wir testen es heute zum ersten Mal mit euch zusammen. Deswegen stellen wir die Kamera jetzt auf die Seite und werden das hier im Zeitraffer aufnehmen und dann natürlich euch einspielen. So, Freunde, jetzt machen wir mal diese Würfel an, die quasi uns das Feuer erzeugen. Okay, der brennt schon mal. Dann machen wir den zweiten an. Okay, der brennt auch. Und jetzt geben wir quasi die Hölzler drüber. Natürlich nicht komplett, sonst erstickt das Feuer wieder. Genau. Und dann soll es eigentlich relativ schnell anfangen zu brennen.
wo man, dass es ein bisschen Feuer fängt. Da kann man es nämlich, weil jetzt ist natürlich das Holz ein bisschen zu hoch. Jetzt warten wir halt, bis es ein bisschen angefackelt ist und dann kann man das runterdrucken. Genau. Aber wir können ja die Kohlen trotzdem dann einlegen und dann einfach ein bisschen später runterdrücken dann. Das sollte kein Thema sein. Also sollen wir sie gleich mal reinschmeißen? Theoretisch schmeißt sie gleich rein, klar. Und dann starte ich meine Stoppuhr, die hoffentlich nicht irgendwann zum Brennen anfängt. So. Start. Ich schätze mal 15 Minuten wird schon dauern, oder? Jetzt machen wir mal hier schön mit der Solarleuchte bloß kurz die Kohlen ein bisschen in die Mitte. Haben wir es richtig mittig, komm. So. Aber siehst du, Kabineffekt ist nicht mal schlecht. Kabineffekt funktioniert schon mal gut, ja. Also es brennt richtig gut hoch. Die Hölzler sind jetzt auch schon gut on fire. Also es ist jetzt nicht nur der Eco-Anzünder, dieser Chemieanzünder, der jetzt hier brennt, sondern mittlerweile ist es auch wirklich das Holz, was auch schon anfängt zu brennen. Und es funktioniert echt super. Also wenn es jetzt so weitergeht, dann haben wir das Ganze wirklich schnell an. Ey, yo, ich pack, pack, pest, pest, vergiss den Stress. Ich ziehe dann so lange, bis der Nebel in der Lunge presst. Ich chill, chill, out, out, entzünd den Rauch. Frag nicht, wie viel ich brauch, an einem Abend geht ne Tonne drauf. Ich cool, cool, down, down, mit der Eisbazooka. Beste Pfeife, Kayahuka, Tabak egal. Hauptsache Minze, verschließe, warum ich den ganzen Abend grinse. So, Freunde, wir haben jetzt 6 Minuten und 30 Sekunden fast hinter uns. Jetzt ist die Flamme nach ausgegangen. Und jetzt haben wir eigentlich im Prinzip nur noch das glühende Holz. Und das gibt natürlich jetzt eine ordentliche Hitze ab. Also wenn ich hier meine Hand da oben drauf lege, das ist schon Wahnsinn, was da für eine Hitze nach oben steigt. Also es funktioniert tadellos. Jetzt kannst du das Ganze natürlich ein bisschen beschleunigen. Ich nehme jetzt hier einen Silikonschlauch, puste rein und gebe quasi dadurch dem Holz wieder Vollgasfeuer und heizt die Temperatur somit natürlich wieder ein bisschen nach oben. Aber wenn es so weitergeht, dann sind die Kohlen wirklich gleich durch. Jetzt geht's zu dir, pass auf. Ja, du kannst ja notfalls unten reinblasen. Ja, oben gefällt mir fast besser. Also es funktioniert echt gut. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich bloß noch ein bisschen Geduld üben und abwarten, bis die Kohlen wirklich die Hitze abbekommen und durchglühen. Aber wie gesagt, wir haben ja schon einmal gedreht nach ein paar Minuten, nach 5 Minuten circa. Und wir haben ja schon graue Ascheschicht zum Teil auf der Kohle drauf. Also sieht schon sehr, sehr gut aus. Wo ist denn die Kohlenzange? Ich nehme mal eine Kohle gerade mal in die Hand und halte sie mal näher in die Kamera. In die Hand nimmst du. Oder halt, ja. Ihr wisst, wie es meint, Freunde. Hier, da seht ihr es schon, wir haben schon gute Ascheschicht drauf und von daher dauert es nicht mehr allzu lang, bis wir hier losqualmen können. Ich wende jetzt die Kohlen nochmal und macht auf jeden Fall Sinn, auch mit mehreren Kohlen das Ganze zu machen. Also 2 Kohlen geht natürlich auch, aber ist schon fast zu schade, nur mit 2 Kohlen das Ganze anzumachen. Vor allem die Kohlen geben ja untereinander dann auch wieder Hitze seitlich ab. Genau. Dann geht es vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Richtig, also würde natürlich schneller gehen, umso mehr Kohlen ihr verwendet. Aber jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen und wir melden uns, wenn wir dann wirklich noch mehr raus. Bis mir den Schlauch. Es gibt den Shisha-Waren-Test, egal ob Visa, Mastercash. Kriegst du wieder was vom Chef. Kopf bei dieser wieder Rap. Kriegst du wieder miese Lines und das beste Qualmrezept. Bis mir den Schlauch. Es gibt den Shisha-Waren-Test und das beste Qualmrezept. Bis mir den Schlauch. Atme durch den Rachen ein und dann press mir den Schlauch. So, Freunde. Wir haben jetzt knapp 13 Minuten auf dem Tacho. Und schauen uns die Kohlen jetzt einmal an. Und Freunde, ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Kohlen sind komplett durch. Klar, an der Unterseite, wo sie jetzt draufgelegen sind, haben sie noch leichte Stellen. Aber wenn ich sie mir so anschaue, überall schöne gleichmäßige Ascheschicht drauf. Fliegt sofort weg, hinterlässt ganz normale dunkle Kohle. Ja, also sieht genauso aus, wie wenn eine Kohle durchgeglüht ist. Also die ist wirklich komplett durch. Und wenn wir jetzt mal den Nero anschauen,
Dann sehen wir, wir haben perfekt getimt. Wir haben die perfekte Menge an Holz rein. Also wir dachten schon, das ist ein bisschen zu viel. Wir dachten, das ist zu viel, aber es ist nichts übrig geblieben. Und unten drunter ist jetzt quasi der Rest, was übrig geblieben ist vom Holz. Das heißt, ihr könnt ruhig ein bisschen mehr sogar reinmachen. Ja genau, es spielt ja keine Rolle, wenn es ein bisschen zu ist. Genau, weil jetzt gibt es auch keine Hitze mehr ab, weil nichts mehr brennt. Ja, also wir haben die perfekte Menge eigentlich draufgehauen für zwei Kohlen. Muss man schon sagen, da haben wir wirklich Glück gehabt. Und es hat wirklich super funktioniert. Also ein bisschen mehr Holz könnt ihr sogar noch reinmachen. Dann sitzt halt der obere Bereich, der obere Kamindeckel, der Behälter eben halt nicht komplett bündig auf, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Und Freunde, schaut euch die Kohlen an, die sind traumhaft. Wirklich, traumhaft, so muss es aussehen. Nach 12,5 Minuten, geil. Also besser Outdoor geht doch fast nicht mehr, oder? Ich würde sagen, Köpfchen an und rauchen. So Freunde, wir sind wieder da und kommen jetzt eigentlich schon zum Fazit des Anzünders, denn alles Wichtige haben wir ja schon erklärt und euch jetzt gezeigt. Du hast vorhin noch eine Idee gebracht, als das Ganze durchgeglüht war, ja. Kannst du ja gerne auch nochmal sagen. Zwei Ideen im Prinzip. Ja. Also ihr könnt es auch, wenn ihr beim Grillen gerade sitzt, könnt ihr auch Kohlen unten reinlegen, die wo schon anzünden, aus dem Grill raus. Die geben ja genug Hitze von unten ab. Oder was mir im Nachhinein jetzt gerade eben noch am Tisch eingefallen ist, ihr könnt ja alles Mögliche reintun, wie zum Beispiel auch so Fondue, so Pasten oder so weiter unten reinlegen, anzünden, Stecker alle drauf, fertig, die brennen ja auch ewig. Ist halt die Frage, wie viel Hitze die im Schluss abgeben. Kann natürlich sein, dass es dann mal länger dauert, die Kohlen anzumachen, mal ein bisschen schneller geht. Also ich finde, mit Holz war es echt am besten. Man hat es ja gesehen, richtig, vielleicht zwei Minuten länger wie jetzt auf dem Anzünder. Topf für draußen, ist so ideal. Ohne Witz, das Ding nehme ich immer mit, wenn es jetzt irgendwo hingeht. Nur natürlich aufpassen, man kann zwar alles reintun, so in der Art, was brennt, aber es sollte natürlich nichts Giftiges sein, wie jetzt Benzin oder wisst, was man jetzt meint. In sowas natürlich hat da drin jetzt nichts verloren, aber im Prinzip alles Brennbare. Genau, also das hat echt super funktioniert und wir sind echt hellauf begeistert. Wir hatten nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Dass es funktioniert, war uns eigentlich klar, aber dass es wirklich so reibungslos klappt und ist wirklich... ja, perfekt für unterwegs. Also mir fällt nichts Besseres ein, was man ohne Strom und ohne Gas verwenden kann. Und vor allem ist es spottbillig. Ja, das Ding kostet 9,99 €, Freunde. Die 10 Euro sind bestens investiert, muss ich sagen. Und es gibt momentan keine bessere Alternative, die mir persönlich oder uns persönlich einfällt. Falls ihr noch eine coole Outdoor-Idee habt, ohne Gas und ohne Strom, gerne in die Kommentare reinschreiben, gerne auch ein Video verlinken. Wir schauen uns das gerne an. Und machen vielleicht gegebenenfalls auch ein Video darüber, wenn es sich lohnt. Und ja, wie ihr schon seht, der Tabak ist super angeraucht. Wir haben genau die gleiche Hitze wie immer. Also die Kohlen sind wirklich komplett an. Das funktioniert tadellos. Und da fällt uns nichts Negatives ein, was das angeht. Das Einzige, was du noch gesagt hast, was dir noch aufgefallen ist, was man noch verbessern könnte beim 2.0 eventuell, einen Griff vielleicht noch abnehmbaren Griff hinmachen oder so, dass man wirklich sagen kann, okay, die Kohlen nehme ich jetzt mit an den Platz und nehme sie da dann raus. Weil hier am Tisch darf man sie natürlich nicht anmachen, weil unten natürlich der Behälter sehr heiß wird und da jetzt ein Loch schmoren würde oder das Holz anbrennen würde bei diesem Holztisch, was wir hier haben. Also da natürlich immer eine feuerfeste Stelle verwenden. Und ansonsten gibt es eigentlich wirklich gar nichts, was uns negativ aufgefallen ist, beziehungsweise was verbessert werden sollte. Was vielleicht noch ganz cool wäre, wenn es so eine wirkliche Mini-Variante für 3 Kohlen Maximum oder so, dann wäre es natürlich noch schneller an wahrscheinlich, weil die Hitze nirgendwo anders dann rausgehen könnte. Ja, aber andererseits kriegst du ja weniger brennbares Material. Dann. Genau, das ist natürlich wieder so eine Sache, das müsste man testen. Aber wäre natürlich dann auch noch cool, wenn es so eine wirklich ganz, 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 ganz kleine Version geben würde. Aber weiß nicht, ob man das umsetzen kann wegen der Menge, dann müsste es vielleicht höher werden, der Turm. Ne? Dann wäre er halt höher, aber dafür nicht so breit. Ne? Aber alles möglich, man muss nur genügend rumtüfteln. Und zu kaufen gibt es das Ganze im Alduran Online-Shop. Und ich weiß nicht, ob es schon mittlerweile ein anderer Shop auch im Verkauf hat. Ansonsten, wie gesagt, für einen Zehner gibt es es bei Alduran direkt, bei alduran.de. Und liebe Grüße gehen nochmal raus ans Alduran-Team, an den Ufuk. Danke, dass du uns den Nero zur Verfügung gestellt hast. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wie immer natürlich noch zur Pro- und Contra-Liste. Und ihr findet natürlich alles nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Shisha, den Kopf, den Anzünder, die Kohlen, alles. Wir rauchen übrigens gerade in der 2015er Minimod-Shisha. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Pro- und Contra-Liste, Freunde. Dann haben wir bei Pro, dass man kein Strom oder Gas benötigt. Dann die Inbetriebnahme ist mit allen brennbaren Gegenständen möglich. Dann haben wir eine relativ schnelle Anzünddauer, wie gesagt minimal länger wie mit einem normalen Kohleanzünder. Dass er klein und handlich ist, perfekt für unterwegs.
und für wenig bis viele Kohlen geeignet. Also wir kriegen da locker 15 Kohlen rein, wenn nicht sogar noch mehr. Und der Preis natürlich für 9,99 Euro, also für unter 10 Euro, klasse. Und wie gesagt, bei neutral haben wir noch einen Punkt, und zwar, dass eben kein Griff dabei ist. Das heißt, ihr müsst den Anzünder dort lassen, wo er ist, und die Kohlen eben von A nach B transportieren. Und bei Contra haben wir nichts für euch. Und dann hätten wir es auch für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es doch bitte mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht es hier drüben. Und zum letzten Video geht es hier beim Olli. Dann sagen wir zwei Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Shisha Olli und Big Tibi. Und Samus!